Du suchst gerade nach einem neuen Overlay, weißt aber nicht so richtig, wie du anfangen sollst. Ich zeig dir heute die ersten Schritte und wie du ganz schnell ein eigenes Logo kreierst. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht rum und ich zeige dir jetzt mal die ersten Schritte, die du machen solltest. Der erste Punkt, den du dir überlegen solltest, ist, welche Schriftarten du verwendest. Hierzu bräuchtest du zwei. Die erste, ja, das ist deine Hauptschrift halt und die zweite ist deine Sekundärschrift. Die erste Schrift, da kannst du dir sagen, was du willst, kommt auf dich drauf an. Und bei der zweiten sollte es serifenlos wie möglich sein. Ich nehme dafür immer Century Gothic, weil sie einfach schön aussieht. Wenn du nicht weißt, welche Schriftarten es überall gibt und diese Standardschriftarten gefallen dir nicht, dann zeige ich dir jetzt, wo du Schriftarten herbekommst und wie du diese installierst. Und in der Videobeschreibung habe ich dir eine Website verlinkt, da findest du ganz viele Schriftarten. Bei Themen hast du dann verschiedene Themen zur Auswahl. Ich gehe meistens immer in Techno und in die diverse. Hier hast du dann immer unendlich viele Schriftarten. Zum Beispiel hier Metal Gear Solid, sieht nice aus. Adventures, Pepsi gibt's auch. Wenn du nicht weißt, welche zu 100% kostenlos sind, klickst du einfach auf mehr Optionen, klickst 100% kostenlos an. Wenn du jetzt noch einen bestimmten Buchstaben willst, zum Beispiel für Stream Action S, dann gibst du hier noch das S ein und klickst auf Absenden und schon werden dir ganz viele S vorgeschlagen und du kannst dann immer sehen, welche dir so extrem gut gefallen. Wenn du also deine Schriftart gefunden hast, klickst du einfach nur auf Download und downloadest dir dann eine ZIP-Datei. Wenn du dir diese ZIP-Datei downloadet hast, befindet sich in der ZIP-Datei entweder eine UTF- oder eine TTF-Datei. Du suchst jetzt also mit deiner Lupe Schriftarten, Einstellungen und schon bist du hier. Und siehst dann hier Drag and Drop zum Installieren. Was du jetzt also machst ist, du extrahierst diese ZIP-Datei, nimmst die UTF und ziehst einfach per Drag and Drop hier in das Feld und schon ist deine Schrift da. Den zweiten Punkt, den du dir überlegen solltest, ist, welche Farben willst du verwenden? Hierfür habe ich wieder eine Website in der Videobeschreibung verlinkt. Da einfach draufklicken und schon bist du in dieser Website, die heißt colors.co. Hier findest du verschiedene Paletten von Farben und so weiter. Ich will mein ganzes Overlay für diese Playlist so etwas im Violetten halten und gehe deshalb oben auf Search und Violett. Und schon werden wir hier alle angezeigt. Hier siehst du dann verschiedene Paletten, mit welcher Farbe Violett am besten übereinstimmt. Ich werde wahrscheinlich als Primärfarbe Lila nehmen und als Sekundärfarbe so dieses Türkismäßige. Am besten speicherst du dir diese Palette irgendwie ab. Dazu gehst du dann einfach auf die drei Punkte unter der Palette und klickst dann auf Export Palette. Und schon kommen hier verschiedene Sachen, wie du es abspeichern kannst. PDF, Image, also ein Bild, CSS und so weiter. Ich würde es dir empfehlen, so hast du immer die gleichen Farben für deine ganzen Overlays. Ebenfalls solltest du noch eine dunkle Farbe und eine Füllfarbe haben. Die Füllfarbe ist weiß, die brauchst du gar nicht ändern. Und die dunkle Farbe bekommst du ganz einfach, indem du deine Primärfarbe nimmst und die ganz dunkel runterziehst. Geht überall in Photoshop, GIMP und so weiter ganz einfach. Ich würde in dem Fall jetzt mein Lila nehmen und das ganz nach unten dunkel setzen. Das heißt, ich hätte meine dunkle Primärfarbe, lila, meine Primärfarbe, das wäre auch wieder lila, meine Sekundärfarbe, das wäre dieses türkisblau und meine Füllfarbe, das wäre weiß. Diese vier Farben brauchst du dann für dein ganzes Overlay. Jetzt zeige ich dir also, wie du ganz schnell ein eigenes Logo in GIMP machen kannst. Hierzu öffnen wir einfach eine neue Datei. Du klickst also oben auf Datei, dann auf Neu. Wir setzen die Pixelqualität so hoch wie möglich. Es macht 2000x2000. Das ist egal, wo du es hinpackst, immer sehr gute Qualität hat. Und dann klickst du auf Okay. Jetzt hast du also ein 2000 Pixel mal 2000 Pixel Quadrat. Um dein Logo ganz schnell machen zu können, bräuchtest du jetzt einfach nur noch eine Schrift, die extremst fancy aussieht. Ich benutze hierfür nur einen Buchstaben, nämlich das S. Und weil mir vorher die Schrift Nero gefallen hat, habe ich diese halt installiert. Ich klicke jetzt also auf das A, das steht für Text. Klicke dann in die Mitte von dem Quadrat, schreibe dann ein S, markiere dieses, indem ich Doppelklick darauf mache, nehme mir oben dann die Schrift Nero aus und mache die ganze Schrift nochmal schwarz. Schon sieht man hier mein Logo ganz klein. Ich mache das Ganze jetzt mal auf die Größe 350. Was wir jetzt machen ist, wir machen uns jetzt erstmal zwei Hilfslinien. Dazu klickst du oben auf Bild, dann auf Hilfslinien, neue Hilfslinie in Prozent. Dann kommt dieses Fenster horizontal 50%, okay. Und das Ganze nochmal, also wieder Prozent, diesmal aber vertikal 50% und das war's. Jetzt schieben wir unser S einfach nur noch in die Mitte. Wir machen dieses S jetzt noch etwas fancier. Wir klicken jetzt also auf neue Ebene, dazu einfach unten rechts neue Ebene anklicken und wir nennen das Ganze Rand. Seid sicher, dass die Füllung transparent ist. Okay, dieses Ganze zieht man jetzt unter das S, klickt mit Rechtsklick auf das S, wählt dann Auswahl aus Alpha-Kanal, geht dann auf den Rand und nimmt dann Auswahl. Und hier hat man dann die Möglichkeit Rand. Den klicken wir an. Wir machen das Ganze ungefähr 15 Pixel breit und klicken auf OK. Jetzt haben wir also hier so einen kleinen Rand um unseren Buchstaben, was aber noch nicht so cool aussieht. Was du jetzt machst, du gehst jetzt auf deine Farbpalette, die du dir vorher exportiert hast und wählst dann auf eine Farbe hier, nimmst dann die Pinzette, gehst dann auf deine Hauptfarbe und klickst
drauf. Jetzt hast du also deine Hautfarbe hier gespeichert. Was du jetzt machst, du klickst auf den Eimer, das bedeutet füllen. Eventuell könnte hier bei euch Farbverlauf sein, dann klickst du einfach mit Rechtsklick drauf und nimmst füllen. Okay, jetzt hast du also den Eimer und hast hier vorne deine Lila. Wenn deine Lila hier unten ist, solltest du diesen Pfeil klicken und nach oben verschieben. Jetzt klickst du also einfach mit dem Eimer in die Sinnesauswahl und schon hast du einen kleinen Rand um dein Logo. Das könntest du jetzt immer mit verschiedenen Arten exportieren. Du könntest das jetzt so exportieren, könntest das ohne Rand exportieren, du könntest das Ganze ohne Hintergrund exportieren, du könntest das Ganze auch nur den Rand exportieren, du könntest die Schriftart weiß machen, also es sind dir hierbei keine Grenzen gesetzt. Somit hast du also schon extrem viele Möglichkeiten für dein eigenes Logo. Wenn das Video gefallen hat, dann könntest du einen Daumen nach oben geben und den Abo-Button klicken und die Glocke aktivieren, so verpasst du keine Videos mehr von dieser Playlist. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao, Leute.